Was positiv bewegt, ja, sehr häufig die Museen. Und der Dr. Thomas Köhler ist deutscher Historiker, Kurator und seit 2012 Direktor der Berlinischen Galerie. Sein beruflicher Werdegang führte ihn unter anderem von 1994 bis 1998 als wissenschaftlicher Mitarbeiter ans Museum für moderne Kunst Frankfurt am Main, danach als Kurator in Residenz ans Whitney Museum of American Art New York, sowie als Programmdirektor der 100 Tage, 100 Gäste der Documenta, 10. Documenta. Also ein sehr reicher Erfahrungsschatz, den er in seiner Tätigkeit als Direktor der Berlinischen Galerie immer wieder unter Beweis stellt. Sein kunst- und kulturwissenschaftliches wie strategisches Verständnis ließ die Berlinische Galerie unter seiner Leitung zu einem wichtigen Impulsgeber und mit vielen wunderbaren Ausstellungen zu einem wahren Publikumsmagneten werden. Aus dem grauen Mäuschen in der Berliner Museumslandschaft wurde ein Ort der Öffnung und Inspiration. Ich freue mich sehr, dass Herr Dr. Köhler sich heute die Zeit nimmt, zu uns gekommen ist und auch einen Impuls setzen wird. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt, seine Gedanken und Ansätze über das Museum der Zukunft mit uns zu teilen und über Verantwortung und Chancen zu sprechen, welche aus seiner Sicht auf Kunst, Kultur und Museen im Kontext von Nachhaltigkeit zukommen. Ich habe Herrn Dr. Köhler als einen von ganz wenigen Museumsleuten kennengelernt, die im Zusammenhang mit der Positionierung und Steuerung eines Museums die strategische Dimension von Vision, Selbstverständnis und strategischer Kommunikation erkannt haben und das Ganze und seine Wirkungsdimension im Blick behalten. Der Titel des Vortrags, das Museum als Ressource. Herzlich willkommen, Herr Dr. Köhler. Vielen Dank, liebe Uli Meyer-Janssen, für die freundlichen Worte. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Diese hybride Veranstaltung birgt einerseits sehr viele Herausforderungen, aber ich glaube, es ist auch eine ganz tolle Sache, sich diesen Hindernissen und Wehrnissen mit denen zu konfrontieren. Ich blicke neidvoll auf die rhetorische Finesse der VorrednerInnen und keine Angst, ich werde nicht versuchen, Ihnen gleich zu tun. Aber ich möchte so ein paar Beispiele aus der Praxis als Museumsdirektor heute Ihnen vorstellen. Im Jahr 2012 erschien eine Publikation mit dem Titel »Der Kulturinfarkt. Von allem zu viel und überall das Gleiche. Eine Polemik über Kulturpolitik, Kulturstaat und Kultursubvention«. Sie merken am Untertitel, Nachhaltigkeit spielte seinerzeit bei den Überlegungen der vier AutorInnen, die sich zusammengefunden hatten, noch keine Rolle. Dennoch kann ich Ihnen die Lektüre dieser Publikation aus heutiger Sicht nur empfehlen. Denn Museen, Orte der Kultur, gelten in der Regel nicht als Beispiele vorbildlicher Nachhaltigkeit. Ich freue mich daher sehr, dass wir hier an einem Ort sind, der Kulturspeicher oder Geschichtsspeicher heißt. Denn genau das wäre auch die Zielsetzung meines kleinen Impulsreferates, das Museum als eine Ressource, als einen großen Speicher zu begreifen. Sie sehen auf dieser ersten Folie den unspektakulären Eingang der Berlinischen Galerie, den ich aber auch gerne etwas ideologisch aufladen möchte. Die Berlinische Galerie war an unterschiedlichen Orten untergebracht. In Berlin hat eine tumultöse Geschichte hinter sich. Sie ist als Verein, als privater Verein gegründet worden, hatte zunächst nur Büroräume und zog an unterschiedliche Orte in der Stadt. Der repräsentativste Ort, an den sich vielleicht manche der älteren ZuhörerInnen noch erinnern mögen, war der Gropiusbau. Der wurde allerdings zur Bundesinstitution in den 90er Jahren und die Berlinische Galerie war gezwungen auszuziehen. Allerdings hatte mein Vorgänger noch kein Ersatzquartier. So, dass in Zeiten knapper Kassen es eine Weile dauerte, bis die Berlinische Galerie ein neues Quartier beziehen konnte. Und das war ein ehemaliges Glaslager oder auch Glasreserve, womit wir wieder beim Thema wären, in Kreuzberg gelegen. Das heißt, wir sehen auch schon an dieser Entscheidung, mit knappen Mitteln ein Gebäude zu recyceln, eine Art Paradigmenwechsel. Nach den wilden späten 70er Jahren mit solchen wunderbaren Bauten wie dem Museum Ludwig in Köln oder später mit dem Jüdischen Museum in Berlin von Daniel Liebeskind wurde bei dem Umbau der Berlinischen Galerie ausdrücklich, auch aus Geldmangel, auf eine gestische, ikonische Architektur verzichtet. Es wurde vielmehr mit einfachsten Mitteln ein vorhandenes Gebäude einer anderen, einer neuen Nutzung zugeführt, unter Hinzufügung all jener Teile, die für den Museumsbetrieb nötig sind. Wir können also nicht mit großer, ikonischer Architektur aufwarten. Wir haben nur unseren Inhalt.
Ich möchte Ihnen einfach anhand dessen, was wir in unserem Museum bewahren, zeigen, welche Chancen in Museumssammlungen liegen können. Meine Vorgänger haben aus einer gewissen Art der Bedrohung heraus ausgesprochen üppig gesammelt. Sie waren immer wieder von der Frage bedroht, ob man denn die Berlinische Galerie, so speziell sie sein mag, denn das Haus sammelt in Berlin entstandene Kunst, ob man den Laden nicht doch besser wieder auflösen solle, um die Ressourcen, die es dort gibt, auf die bereits vorhandenen Häuser zu verteilen, um sich damit auch einiger Probleme zu entledigen. Aber die GründerInnen des Hauses waren durchaus visionär und Sie können sehen, dass man damals schon sich nicht nur auf die bildende Kunst konzentriert hat, sondern, und 1975 war das in Berlin und in Deutschland noch ausgesprochen außergewöhnlich, schon zu diesem Zeitpunkt hat man sich auch der Fotografie als Medium gewidmet. Und man hat auch gespürt, dass diese beiden Medien nicht ausreichen würden, um etwas über Kultur und Kunstgeschichte zu erzählen, und hat sich auch dafür entschieden, in einem Museum bildender Kunst, in einem Kunstmuseum Architektur zu sammeln. Diese Kombination ist nicht wahnsinnig normal und ermöglicht uns aber, neue Wege bei der Präsentation zu gehen. Grafische Sammlung ist auch ein relativ konservativer Ansatz, dem wir da gefolgt sind. Aber was auch wiederum auf die Idee des Speichers, des Depots einzahlt, das ist die Idee des Museumsgründers Eberhard Rothers. Alles, was nicht von alleine im Regal stehen kann, in den KünstlerInnenarchiven zusammenzufassen. Ich habe jetzt eigentlich hier die Zahl noch daneben schreiben wollen, aber die muss ich Ihnen jetzt nennen, denn sie ist beeindruckend. Seit 1975 sind also 600.000, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Einheiten in der Berlinischen Galerie zusammengetragen worden. Ich habe ein paar Zahlen noch en Detail mitgebracht und daran können Sie erkennen, dass die schiere Anzahl es eigentlich dem Haus schon unmöglich macht, in klimabewusster Art und Weise zu agieren. Wir folgen dabei überkommenen, zu reformierenden Doktrinen, indem wir einen ganz schmalen Klima- und auch einen ganz schmalen Temperaturkorridor für die Unterbringung unserer Kunst voraussetzen. Das kann so nicht bleiben. Der Neubau des Museums für moderne Kunst in New York, das Museum of Modern Art, der vor, ich glaube, jetzt inzwischen 2 Jahren eröffnet wurde, geht da neue Wege. Die fassen diese Unterbringung der Werke etwas entspannter auf und sind dazu übergegangen, größere Korridore für Klima und Temperatur zu definieren. Und das wird sicherlich eine ganz große Aufgabe der Museen der Zukunft sein, die strengen restauratorischen Vorgaben, die über Dekaden hinweg perpetuiert und auch noch ins Absurde getrieben worden sind, etwas zu reformieren. Wir sind eigentlich auch der Meinung, dass die größten Schäden, die an Kunstwerken entstanden sind, letztlich in der Zeit passiert sind, bevor sie ins Museum gekommen sind. Man kann also davon ausgehen, dass auch durchaus bei einer einigermaßen trockenen und stabilen Temperatur, dass die Kunstwerke nicht fundamental leiden werden, sondern dass auch da die Museen grundsätzlich darüber nachdenken müssen, wie sie in Zukunft das, was sie haben, bewahren wollen. Hier mal ein Blick auch etwas, was letztlich so, wie es in den letzten Dekaden von Museumsleitungen gedacht wurde, nicht weiter in der Zukunft fortgeführt werden kann. Die 600.000 Einheiten, von denen ich sprach, die müssen ja irgendwo untergebracht sein. Öffentlich zu sehen sind vielleicht in unserem Fall 1,5% dessen, was es in unseren Lagern, in unseren Depots gibt. Und diese Depots müssen selbstverständlich auch bestimmten Klimaschemata und bestimmten restauratorischen Vorgaben folgen. Aber was für mich viel schlimmer ist bei dieser Angelegenheit, ist die Tatsache, dass die Dinge, die dort zusammengetragen worden sind, in relativ kurzer Zeit, die Berlinische Galerie ist, wie gesagt, 1975 gegründet, sie sind nicht zu sehen. Es sind tote Objekte, die nur in Ausnahmefällen an das Licht der Öffentlichkeit gelangen. Und das in Zeiten, in denen natürlich als erfolgreich beschriebene große Museen mit Blockbuster-Ausstellungen teilweise bis zu 300.000 Besucher in eine Ausstellung zu ziehen vermögen. Da spielt es überhaupt gar keine Rolle, woher die Renoirs ausgeliehen werden müssen. Auch transkontinentale Leihgaben sind offenbar für den Preis des Erfolgs überhaupt gar kein Problem. Man transportiert Werke von A nach B, bringt sie, egal was es kostet,
in einem Museum unter, um letzten Endes den ökonomischen Wert dieser Präsentation abzuschöpfen. Das ist auch eine Fehlentwicklung, von der ich mir wünschen würde, dass diese sogenannten Blockbuster-Ausstellungen für die nähere und auch weitere Zukunft hoffentlich der Vergangenheit angehören mögen. Und ich möchte auch vor allen Dingen eine andere Art der Berichterstattung, die nicht die 300.000. Besucherin im Museum feiert, sondern die verdammt nochmal das betrachtet, was ein Haus als Ressource betrachtet und was es immer präsentieren kann. Und da möchte ich Ihnen ein paar Sachen präsentieren aus dem Bestand der Berlinischen Galerie und Sie da vielleicht auch die Kremser sowieso ermutigen, nach Berlin zu reisen und die staatlichen Museen links liegen zu lassen, um sich ganz in einem Besuch uns zu widmen. Denn das, was meine Vorgänger gemacht haben, war ein Akt der Verzweiflung, der sich aber heute als ein großer Schatz entpuppt. Sie mussten immer, wie ich schon sagte, Angst haben, abgewickelt zu werden. Und deswegen wurde teilweise mit sehr großer Geste mit Nachlässen zusammengearbeitet. Das heißt, mit zum großen Teil unaufgearbeiteten Beständen, deren Aufarbeitung manchmal immer noch der Bearbeitung harrt, die aber heute für uns ein wesentlicher Punkt sind, um überhaupt unsere gesamte Museumsarbeit zu organisieren. Alles, was wir machen, fast alles, ich muss fair sein, hat was mit unserer Sammlung zu tun und fast alles, was wir machen, bedient sich dieser Ressourcen, die wir haben. Da möchte ich ein paar Sachen hervorheben, da kann ich Sie auch nur ermutigen, vielleicht das ein oder andere Mal nachzuschlagen. Der Teilnachlass von Fidus, großartig, ein Jugendstilkünstler einer Kunstrichtung, die lange, lange Dekaden hinweg einem sehr, sehr schlechten Leumund hatte, wurde von der Berlinischen Galerie erworben, fast, möchte ich sagen, als Flohmarktware, und dient seither kontinuierlich uns diese Bewegung, für die Fidus steht, nämlich die Lebensreformbewegung, das hat also auch sehr viel mit unserem Thema heute zu tun, aufzuarbeiten. Oder vergessene KünstlerInnen, auch ein großes Thema und ich würde mir wünschen, dass es noch größer wird. Der Nachlass von Benno Bernays ist in der Berlinischen Galerie gelandet. Auch eine wertvolle kunsthistorische Ressource, eine Ressource der Bildung. Sie können anhand seiner Lebensdaten erkennen, dass er im Laufe des Ersten Weltkriegs verstorben ist. Er war Flieger und wurde abgeschossen. Und seine Familie, seine Schwester, seine Eltern haben sich lange, lange Jahre um das gekümmert, was er hinterlassen hat. Und er war ein sehr, sehr erfolgreicher Maler zu seinen Lebzeiten. Der Kunstsalon Cassira hat ihn beispielsweise ausgestellt. Werke von Benno Bernays waren in einem Raum zu sehen mit Henri Matisse, mit Max Beckmann. Und diese Werke ruhten dann gewissermaßen in einem privaten Speicher, in einem privaten Depot über 70 Jahre, bis dann eine Nachfahrin, eine Freundin der Familie uns das, was übrig geblieben war, diese tote Ressource angeboten hat als ein Geschenk. Und auch das ist etwas, was einen unglaublichen Reichtum in sich birgt und uns ermöglicht, etwas ganz Besonderes zu zeigen und nicht nochmal etwas zu zeigen, was man schon 100-mal gesehen hat. Hier können Sie so ein bisschen die Spannbreite erkennen von Akademismus und ein bisschen Jugendstilanleihen, die sich in seinem Werk finden, die aber, wie gesagt, ganz hervorragend in unseren Sammlungskontext passen. Das ist eine größere Anzahl von Objekten, von Gemälden, von Skulpturen, die in unsere Sammlung gelangt sind und die arbeiten wir sukzessive auf. Und alles ist bei uns im Keller. Es gibt den Transport allenfalls vom Kellergeschoss in die zweite Etage. Und das würde ich auch als ein nachhaltiges Behandeln von Kulturgut bezeichnen, was sich in der Museumssammlung bei uns im Haus befindet. Auch ein großer Punkt war der Nachlass von Künstlerinnen und Künstlern, die sich in der Berlinischen Galerie befinden, die durch Exil ins Ausland gezwungen wurden oder die im Rahmen der Verfolgung ihr Leben ließen. Und so verhält es sich bei Erich Salomon auch. Das war ein bekannter Pressefotograf der 20er Jahre aus wohlhabendem Haus, dem eigentlich alle Türen offen standen. Und das sind so zwei meiner Favorites hier, die natürlich total gestellt sind, aber die auch offenbaren, welchen Reichtum auch aus solchen Nachlässen, welcher Reichtum aus solchen Nachlässen heraus zu entwickeln ist. Auf dem einen ist selbstverständlich gestellt, ne, die treusorgende Marlene Dietrich telefoniert aus Hollywood mit ihrer Tochter in Berlin oder eben der komplett entspannte Max Schmeling während seines Aufenthaltes. Das sind alles Dinge, die sind in aber hundertfacher Ausführung vorhanden. Und es gibt eine Mitarbeiterin, die sich nur der Aufarbeitung dieses fotografischen Nachlasses widmet. Und auch da brauchen wir nur in den Keller zu gehen. Was häufig vergessen wird, ist, dass auch Archivmaterialien kunsthistorisch und auch kulturhistorisch von ganz größter Relevanz sind. Ferdinand Möller, der Name sagt Ihnen vermutlich nichts, das war ein Galerist, der unter anderem in den 30er Jahren ausgesprochen viel Geld verdient hat, auch mit der entarteten Kunst.
Der Nachlass von Ferdinand Möller ist bei uns in der Berlinischen Galerie vorhanden und er liefert nicht nur viele kunsthistorische Erkenntnisse über das, was an hochrangigen Werken über seinen Ladentisch ging, sondern auch zu Fragen, die ausgesprochen virulent sind, nämlich der Provenienzforschung beispielsweise, der verfolgungsbedingten Enteignung von Kunstwerken. Also auch hier bewahren wir etwas, was noch nicht bis ins Letzte gehoben ist, sondern was uns jeden Tag wieder eine neue Stimulation und Erkenntnis verhält. Eine weitere Ressource, für die sich durchaus auch Museen der bildenden Kunst interessieren können und müssen, sind dokumentarische Nachlässe. Die Fixierung auf das Einzelwerk, auf das ikonisierte Einzelwerk, das Stargemälde, das ist eine Sache, die mittlerweile überholt ist, hoffe ich jedenfalls. Lotte Laserstein, von ihr besaßen wir eine zu Unrecht aus dem Kanon lange weggelassene Künstlerin, die 1937 ins Exil ging nach Schweden, weil sie wegen ihres jüdischen Glaubens in Deutschland verfolgt war. Eine akademisch ausgebildete Malerin, die jetzt erst seit den letzten 10 Jahren von Kunsthistorikern in überhaupt einer Weise wahrgenommen wird. Jetzt hängt ein Gemälde von ihr, der Abend über Potsdam, prominent in der wiedereröffneten Neuen Nationalgalerie. Die Berlinische Galerie besitzt überhaupt kein Kunstwerk von ihr oder besaß überhaupt gar kein Kunstwerk von ihr, muss ich korrekterweise sagen. Sondern nur den schriftlichen und dokumentarischen Nachlass. Und selbst der ist von unglaublichem Reichtum und von unglaublicher Finesse, dass man fast schon sagen kann, dass wir überhaupt gar kein Objekt mehr brauchen, sondern dass wir uns auf das konzentrieren können und vielleicht auch in Zukunft müssen, was ohnehin sich in den 4 Wänden eines Museums befindet. Last not least noch ein Beispiel aus der von mir ja gerühmten Architektursammlung des Hauses. Der Nachlass von Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte, das sind vermutlich auch Namen, die den wenigsten von Ihnen etwas sagen, aber die beiden waren die Architekten des Internationalen Kongresszentrums in Berlin, des ICC, das damals bei seiner Eröffnung das teuerste Gebäude Deutschlands war, was damals 1 Milliarde D-Mark verschlungen hat und heute ja, ein Dornröschenschlaf führt und auch, finde ich, seiner Wiederentdeckung und Wiedererschließung hart. Insofern, als auch da sicherlich einige klimatische und sicherheitstechnische und brandschutztechnische Fragen gelöst werden müssen. Aber auch hier sieht man, das ist nicht tot, was wir haben. Das Archiv lebt. Und aus diesen Erkenntnissen heraus kann man sehr viele Ideen, wie ich glaube, entwickeln für die zukünftige Museumsarbeit, die sich bitteschön darauf konzentrieren soll, was es ohnehin schon gibt, in den Sammlungen, eventuell ergänzt um andere Werke. Oder man kann versuchen, und das tun wir auch gerade, die Bestände, die in einer Stadt sind, nicht mehr als unterschiedliche Bestände und Sammlungen zu begreifen, auf die jeder Museumsdirektor eifersüchtig schielt, sondern dass wir die Bestände einer Stadt oder einer Region als einen einzigen Bestand begreifen, der dynamisiert werden kann, indem der Zugriff auf diese Werke garantiert wird, dass digitalisiert wird, dass man weiß, wer was hat, um dann aus diesen Schätzen zu schöpfen, die jeweils vor Ort vorhanden sind. Ich freue mich auf diese Herausforderung und ich freue mich auch, solche über Generationen von RestauratorInnen hinweggetragenen Dogmen zu diskutieren. Und ich bin mir sicher, dass die Museumsarbeit in der Zukunft nicht langweiliger wird als die in der Vergangenheit. Und ich freue mich auch auf die Ressource, die ich in meinem eigenen Museum auch noch nicht vollkommen ausgeschöpft habe. Dankeschön. Lieber Thomas Köhler, großartig. Liebe Gäste, wir haben uns eingeholt in der Zeit, das ist das Unglaubliche. Wir haben aus dem Geschichtsspeicher Neukölln zunächst einen Dom gemacht mit Daniel Dahm. Und jetzt, der Kollege Thomas Köhler macht uns, wenn man so will, zum Lagerfeuer der Geschichte, in dem Geschichten erzählt werden, aber eben an dem man auch Geschichten immer wieder neu entwickelt. Und zurück zu Daniel Dahm, die Welt als Speicher des Lebens. Was ich da besonders erschreckend schön fand, war der Spruch, Leben als großartiger Schrecken. Und vielleicht sind ja wirklich die Menschen das größte Schrecknis der Welt. Aber, und das ist sozusagen ein direkter Link, wenn man so will, zu Thomas Köhler, der ja die wunderbare Qualität des Museums als einen Speicher uns
anschaulich erklärt hat. Und das Interessante ist, dass das Museum ja eine Zweitnutzung ist für dieses Haus, was er führt, denn es war vorher ein Glaslager. Glück und Glas, man könnte sagen, wie leicht bricht das? Und denn Daniel Dahm hat uns ja klar gemacht, wie fragil die Welt ist, dass die vermeintliche Hauptwirkung eigentlich die Nebenwirkung ist. Das heißt, die Nebenwirkung ist das Wachstum, was ja gerade in diesen Sekunden schmilzt. Und die Hauptwirkung ist das, was gerade explosionsartig sich vermehrt, nämlich die Zerstörung. Es geht eben tatsächlich um die Frage Naturkapital oder Finanzkapital. Das darf eigentlich nicht sein. Und insofern wäre das eigentlich der direkte Link zur Kreativität als Kapital. Und da sind wir wieder bei Joseph Beuys. Dirk Messner hat uns gezeigt, dass wir keinen eurozentrischen Dialog führen dürfen, wenn es um die Kulturen der Nachhaltigkeit geht. Es geht um eine Vielfalt auch von Nachhaltigkeiten. Und wir müssen das in einem globalen Dialog machen, um überhaupt ansatzweise global gerecht zu werden und dann letztendlich ja auch noch generationengerecht. Daniel Dahm: Wer den Wandel nicht vollzieht, wird vollzogen. Ich glaube, das ist sehr deutlich zu sagen. Sonst wird eben das Leben nicht ein schrecklicher Schrecken, sondern es wird einfach erschreckend zu Ende gehen. Und insofern sind die Worte von Thomas Köhler eben wieder eine Versöhnung des Menschen mit der Geschichte und vielleicht mit einem Blick auf die Zukunft. Denn es geht darum, das Museum als ein Spiegelkabinett der Geschichte zu begreifen, einerseits, also zur Reflexion. Aber warum schauen wir nicht auch in die andere Richtung, aus dem Museum heraus in die Zukunft als Prospektion? Das heißt, die Nachlässe, die wir haben von den Kulturen, auf deren Schultern wir stehen, als Pars pro Toto, als auch vielleicht Best-Practice-Beispiele für eine Zukunft, für eine Zukunft der Zukunft. Ich finde, wir sollten eigentlich zu viert hier nochmal stehen und gemeinsam darüber nachdenken, was wir heute an diesem späten Vormittag gemeinsam gehört, gedacht und erlebt haben. Daniel Dahm ist natürlich großartig, das ist mir widerfahren. Also einen derartigen Vortrag habe ich so in dieser Form noch nicht gehört, zwischen Performance eigentlich auch schon. Ein bisschen Schauspielerei war auch dabei, was ich nur bewundern kann. Und der Inhalt, der so konzise ist, mit vielerlei Begriffen, die mich weiterhin auch beschäftigen werden. Brücke auch in die Kunst und zu Beuys bauen, dass im Grunde genommen wir uns natürlich ständig neu erfinden müssen und dass wir uns in einem beständigen, transzendenten Verhältnis zur Welt befinden. Und das hat Beuys natürlich auch ausgemacht, in der im Grunde genommen ein Künstler war, der über die Kunst in die Mystik gegangen ist. Und wenn man sich intensiv mit den Naturwissenschaften befasst, und ich bin ja ein reiner Naturwissenschaftler eigentlich und Phänomenologe, dann kommt man automatisch dahin, dass man auf einmal beginnt, performativ in die Welt zu wirken, weil alles performativ in die Welt wirkt und wir halt auch. Und das Bescheuerte ist, dass wir es so dümmlich machen, dass uns sozusagen diese ganze Welt total auf die Füße fällt. Und gleichzeitig wir das Übergewicht all denen in die Hand gegeben haben, und das sind definitiv nicht die in den Künsten, sondern die, die in den alten Denkweisen verhaftet sind, die diese über ihre Narrative, über ihr Storytelling, in Metaphoriken und Bedeutungen auf einmal in gesellschaftliche, ökonomische und politische Prinzipien umwandeln und das mechanistische, naturwissenschaftliche Bild der Vergangenheit, das wir im 20. Jahrhundert überwunden haben, ins 21. Jahrhundert getragen haben und hier weiterführen. Ja, das ist ja völlig verrückt, das ist ja alles gar nicht mehr auf einem naturwissenschaftlichen Fundament geboren, weil es ja im Grunde genommen heute fast nur noch darum geht, wie die Dinge gesagt werden und wie wir sie formulieren, während ich eigentlich vorhin lauter empirische Wahrheiten auf den Tisch gelegt habe. Und das war ja auch genau der Grund, warum wir sozusagen natürlich zu Future Works und auch zum Club of Form gekommen sind. Weil die Wahrheiten, die wir heute erzählen, sind eben leider, muss man sagen, schon alte Wahrheiten. Und wir haben aber eben nichts daraus gelernt. Und darum geht's. Wie kann denn eine Sprache gefunden werden zwischen den Disziplinen? Ich habe das sehr häufig erlebt, dass Wissenschaft und Wirtschaft trefflich aneinander vorbeireden. Dass es auch keinen Dialog gibt zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Kultur. Und dass da, glaube ich, überhaupt die neuen Räume sind. Friedrich Otto hat mal gesagt, dass in den Grenzbereichen der Wissenschaft überhaupt noch die Themenfelder sind, die in der Zukunft tatsächlich wichtig werden. Ich glaube auch, dass dieses zur Sprache bringen und miteinander sprechen können über diese Themen, dass es immens wichtig ist. Was ich auch glaube und was ich
hoffentlich heute Abend so einige Antworten mitnehmen kann, ist, wie können denn Museen und Galerien Menschen für dieses Thema interessieren, ohne vielleicht nur, ich sag mal, diese zerstörerischen Bilder zu zeigen, sondern zu sagen, ja, da gibt es Wege und in dem Dialog Zugänge zu schaffen. Ich glaube, Museen sind dafür da, nicht nur Dinge zu bewahren, sondern eben auch zu vermitteln und vielleicht den Blick zu weiten und aus dem, was wir bereits alles wissen, eine Möglichkeit zu schaffen, wie wir Zukunft tatsächlich gestalten können. Ich glaube, das ist wirklich essentiell. Insofern hat die Kunst eigentlich eine ganz große Aufgabe heute, nämlich ich denke wirklich auch diesen Prozess von Wandlung und Wandlungsfähigkeit und des kreativen Selbsterfindens wieder in die Welt und ins Bewusstsein in der Mitte der Gesellschaft zu rücken, weil die Sozialwissenschaften es ja geschafft haben, uns in lauter Denkgefängnisse hineinzubringen, aus denen wir nicht mehr rauskommen. Wir sind ja gar nicht mehr in der Lage zur Reflexivität, weil wir nur noch mit Reflektiertheit befasst sind. Ja? Und die Berührung sozusagen mit der Welt und die Wahrnehmung, dass mein Standpunkt eben immer bestimmt, wie ich die Welt wahrnehme, es aber ganz viele Standpunkte gibt. Dem wieder Raum zu geben und uns aus den Gefängnissen unserer Selbstverortungen rauszulassen, was ich versucht habe mit der Anthroposphäre zu beschreiben, dass wir eben unsere Infrastrukturen, unsere Institutionen, unsere Schnittstelle zur Natur, aber auch zu anderen, dem Aushandeln von Konflikten immer wieder hinkommen müssen und dass das ein ständiger Neuprozess von Selbsterfindung und auch Selbstveränderung ist, das verlangt die Hingabe, aber eben auch das Mutmachen.